Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Der Handball-Krimi auf dem Sonnenstein, diesmal mit Happy End. Die Eisenbahner bezwingen die Alligatoren. Ein packendes und intensives Handballspiel zwischen dem ESV Lok Pirna und dem HC Aschersleben endet 28-25. Hat super viel Spaß gemacht. Ich denke auch für die Zuschauer hat es Spaß gemacht. Ein bisschen im Spielfluss hat es dann ab und zu gefehlt natürlich. Aber so ein Spiel, so ein physisches Spiel, das lieben wir natürlich. Der Blick auf die Tabelle kann mitunter trügerisch sein. Aschersleben rangiert derzeit im Tabellenkeller, spielte aber allzu oft mit einem Rumpfkader. Beim Gastspiel in Pirna sah es anders aus, da stand die volle Kapelle auf der Platte. Aschersleben ist eine verdammt erfahrene Mannschaft mit, also weiß nicht wie vielen 100 Bundesligaspielen dort allein auf die zwei Schultern im Rückraum verteilt. Wussten wir, dass es schwer wird, wussten aber auch, dass das Spiel 60 Minuten dauert. Und genau die brauchten die Eisenbahner, um den zweiten Heimsieg der Saison einzufahren. Speziell im ersten Spielabschnitt fehlte es an Präzision. Beide Mannschaften machten ordentlich Tempo, Pirna aber auch deutlich mehr Fehler. Aschersleben war besser drin in der Partie. Wir haben einigermaßen sehr gut gedeckt, aber wir haben ganz viele leichten Fehler gemacht. Also Abspielfehler, Entscheidungen nie getroffen, viele Bälle von 6 Meter. Ein paar Latten, ein paar Pfosten und dann ging es los in diese Phase, wo die volle Kulisse heute, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie die Jungs mit sowas umgehen würden. In den Heimspielen rutscht den Eisenbahnern das Herz in die Hose. Das war auch gegen Aschersleben deutlich zu spüren. Mit einem knappen 2-Tore-Rückstand ging es in die Halbzeit 12-14 aus Sicht der Gastgeber. Ich sage den Jungs, jetzt haben wir die zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir raus, zeigen wir nichts. Oder gehen wir raus, starten wir 0-0, zweite Halbzeit. Wir gewinnen zweite Halbzeit mindestens 5-6. Aber mit einer ordentlichen Einstellung. Pirna drehte die Partie, weil die Fehlerquote deutlich reduziert wurde. Auch im Tor verbesserten die Gastgeber ihre Leistung. Philipp Ihl ersetzte den glücklosen Jan Lebild. Ihl parierte nicht irre viel, wohl aber die wichtigen Bälle. Auch Aschersleben wechselte den Torhüter und stellte Pirna von neue Herausforderungen. Ja, na klar, man stellt sich ja auf den Torhüter ein im Spiel. Und wenn dann gewechselt wird und solche krassen Unterschiede da sind, dann braucht man als Spieler natürlich erstmal Zeit, um im Spiel sich umzustellen. Aber ich denke, die letzten 10 Minuten haben wir gesehen, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. In der Schlussphase gingen die Hausherren all in. Ein Jovan Talewski, endlich wieder fit, führte das Team mit Energie und Leidenschaft an. Er machte die Big Points, rein ins Glück und raus mit der Freude. Pirna gewinnt das 4. Spiel in Folge und wirft sich warm für den Tabellenführer. Kommende Woche geht es nach Delitzsch, der Klassenprimus empfängt das willensstarke Team aus Pirna. Beim ungeschlagenen Tabellenführer zu gewinnen, das ist ja seit der letzten Saison unsere Spezialität geworden. Deswegen denke ich, wir sollten mit einer breiten Brust nach Delitzsch fahren. Wir haben viel zu verlieren, aber wir können auch viel gewinnen. Also klar, wir fahren nach Delitzsch. Unser bester Handball zu zeigen. Ich glaube, dass wir so gehören zu Mannschaften, die diese Saison auch viel gezeigt haben. Und dann würde schon ein sehr interessantes Duell. Auswärts konnte Lok Pirna in dieser Saison jedes Spiel gewinnen. Es verspricht, ein echtes Spitzenspiel zu werden, wenn der Tabellenführer auf den Drittplatzierten trifft. Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.